Und weg ist er, der Mittwoch, denn heute haben wir schon Donnerstag. Ich war mal so frech und nehme den heutigen Tag mal am Mittwoch auf. Denn ja, jetzt habe ich gerade Zeit dafür und ich habe Lust dafür. Und ich denke mir, warum nicht? Haha! Ja, neue Mitteilungen. Sehen wir uns einfach mal an. Wer hat denn das gespielt? So. 20 Sterne. Boah, wie die Leute hier gefailt haben. Naja, ist doch auch egal. Zuerst mal als allererstes mein Level, das ich gerade baue. Das ist so gut wie fertig. Der Grundriss und alles steht. Jetzt fehlen nur noch die Kleinarbeiten. Vielleicht noch den ein oder anderen Gegner platzieren und vielleicht noch das ein oder andere ausbessern, aber dann hat sich das auch erledigt und mein Level steht kurz vor der Veröffentlichung. Also ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, so dass ihr es dann spielen könnt, wenn ihr natürlich Lust habt. Wenn wir gerade beim Spielen sind, wir werden heute natürlich auch wieder spielen und zwar heute wieder von Marcel. So. Letztes Mal haben wir schon das Kaiser Mario gespielt und jetzt kommt Survive. Also überlebe und zwar hart. So, ich finde auch cool, er hat ein Quiz über mich gemacht. Hier die ID. Darauf freue ich mich schon. Das ist echt voll nett und damit hätte ich nie gerechnet. Finde ich also ziemlich cool. Ihr könnt das ja schon mal spielen. Wir werden das demnächst auch spielen. Aber ihr könnt es ja schon mal jetzt spielen und mal schauen, wie gut ihr mich kennt. Oder halt, ja, ich weiß ja nicht, wie das so abläuft, aber ihr könnt ja dann spielen. 12 Kommentare schon. Ach, das ist, da hat er wahrscheinlich die Fragen hingeschrieben. Das war wahrscheinlich er selbst. So, einer hat es tatsächlich geschafft. Einer kennt mich. Herzlichen Glückwunsch, du einer. Also echt ziemlich cool. Die ID nochmal. So, heute spielen wir aber so, das hier und ich kann mir. Oh nein. Seht mal, wie viele Leute das schon geschafft haben. Genau, null. Hier seht ihr die ID und ich hoffe mal, ich schaffe das auch. Hoffentlich überlebe ich. So. Okay, New Super Mario Bros. Wow, was geht denn hier ab? Okay. Gehen wir da mal rein und wir werden es bereuen. Oh ne, Achterbahn. Verdammt. Boah, da oben, was geht denn hier ab? Ich bin gerade abgelenkt von der ganzen Optik. Oh Gott, wow. Das habe ich auch noch nie gesehen, sowas. Echt cool. Ja, okay, da wusste ich ja nicht. Ja, okay, wie wäre es denn jetzt weitergegangen? Da ist der Weg auf jeden Fall versperrt. Naja, wir werden schon. Ah, da oben ist so ein P-Switch. Gut. Ja, Leute, heute, also für euch gestern, jetzt geht das wieder los, sind die ersten Wertungen zu Mario Tennis Ultra Smash erschienen. Und ja, was soll ich sagen, das Spiel scheint wirklich ziemlich, naja, zu sein. Also nicht das Gelbe vom Ei. Nintendo zum Beispiel gibt Wertungen im 50er Bereich. Ja, wir müssen auf jeden Fall warten, bis das da oben kommt. Nintendo Online 6 von 10 Punkten. GameXplain ist auch nicht begeistert. Also es bietet wirklich kaum Inhalt. Und es ist halt ja, ein derber Rückschritt der Mario Tennis Reihe. Denn Mario Tennis Open für ein 3DS, das hatte schon echt ziemlich viel Inhalt. Konnte man auch verschiedene Turniere machen, Mii-Kostüme kaufen, die dann auch die Attribute veränderten. Und all das konnte man machen. Ja, und noch mehr mit Freunden online spielen. Und das neue Mario Tennis, das ist so eine Frechheit. Man kann normal spielen. Man kann so einen komischen neuen Modus spielen mit Riesenpilzen. Der ist eher nervig, anstatt dass er cool ist, weil
Immer wenn man. Boah, was zum Teufel? Ich gehe mal weiter nach unten. Okay, okay. Oh. Das nehmen wir gern. Okay. Passt schon. Aber wir bekommen ja noch einen. Der Alles-Spieler hat an alles gedacht. Was geht denn? Okay, jetzt aber. Oh Gott. Aber, ihr seht, man kann es schaffen. Zumindest diesen Abschnitt. Ah, okay, und dann sind wir da drüben links. Ja. Wo war ich? Ja, und dann kann man normal spielen und diesen Modus und dann nur noch so einen lamen Ballwechsel. Wo sind denn die Minispiele hin von früher? Wo sind denn die? Also, dass man zum Beispiel mit Items spielen kann oder so durch Ringe schießen oder keine Ahnung, was es alles gab. Und auch, es gibt keine verschiedenen Stadien. Doch, die gibt es schon, aber die ändern sich nur farblich. Also, richtig optische Unterschiede sind nicht gegeben. Oh, scheiße. Wie habe ich denn das vorher gemacht? Krack, da gibt es auch nicht viele. Wieso hat man das Spiel... Ach, es ist keine Bewegungssteuerung. Wird nicht unterstützt, obwohl sich das mit Wii Motion Plus und so super anbietet. Und na klar, viele Leute mögen keine Bewegungssteuerung, aber die wäre ja so ohnehin optional gewesen. Also ich hätte das wirklich gern mit Bewegungssteuerung... Okay. Ich mache mir jetzt wahrscheinlich Feinde. Aber naja. Feinde sind ja cool. Oh, kacke. Jetzt habe ich zu viel gelabert und mich gar nicht auf die Sache hier konzentriert. Naja. Online-Modus. Man kann zwar online spielen, aber man kann nicht mit seinen Freunden online spielen. Was soll der Scheiß? Amiibo-Support hat, das ist gut. Man kann, glaube ich, sogar mit seinem Amiibo online spielen. Aber, naja, viel Gutes. Mario Tennis Fans sollten sich zweimal oder besser dreimal überlegen, ob sie Mario Tennis Ultra Smash für die Wii U zum Vollpreis kaufen. 20 Euro kann man sich das mitnehmen, aber ich will jetzt keine Anti-Werbung machen, also wenn ihr es trotzdem haben wollt, dann viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ein halbes Jahr mehr Entwicklungszeit hätte dem Spiel bestimmt gut getan. Was heißt ein halbes Jahr? Bei der E3, da sah das Spiel genau gleich aus wie jetzt. Was haben die in dem halben Jahr gemacht? Halben Jahr Entwicklungszeit. Gar nichts. Also so kommt es mir vor. Das Spiel hat nur Ressourcen verschwendet. Hätten die doch... Okay. Ach, ich... blieb oben bei der Kette, jetzt erinnere ich mich. Gut. Ich will lieber ein neues Mario Smash Football. Das will ich. Okay, Kettenhund, was geht ab? Wieso hast du mich gebissen? Tollwut. Naja. Aber jetzt erstmal genug gemeckert. Animal Crossing Amiibo Festival erscheint auch schon bald, morgen nämlich. Ja. Hat jeder eine andere Meinung dazu. Ich habe es mir auf jeden Fall vorbestellt. Es sieht ja doch ganz nett aus. Auch wenn auch dieses Spiel für mich einige Schwächen hat. Aber naja. Die Amiibos sehen immerhin ganz schön aus. Und das Spiel sieht ja auch schön gemacht aus, da sagt ja niemand was. Ob es dann auch Spaß macht, beziehungsweise Spaß macht auch nach längerer Zeit, das wird dann die Zeit, ja dann, das wird die dann zeigen. Ja, hoffe ich zumindest. Besonders mit mehreren wird es schon Spaß machen. Ach, kacke. Alter! Ich frage mich, ob das der einzige Abschnitt ist in diesem Level. Oder ob da noch eine Subworld ist. Na, wir werden es herausfinden. Vielleicht gibt es noch einen besseren Punkt als den ich mir hier ausgesucht habe.
sollten einfach mal auf die Suche gehen. Ich bleibe jetzt mal hier stehen. Hier fühle ich mich ganz schön wohl. Im Moment noch. Feuer, Hagel hier. Wann kommt denn der Pilz endlich? Sicherheit, nicht der Grüne. Der andere. Okay, hier scheint ein guter Platz zu sein. Gut, gut. Hä, wieso? Ach du lieber Gott. Okay, okay, okay. Geh weg. Nein, Bowser Junior, du kleiner, 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 kleiner. Ja. Nee, aber dieser Platz, an dem ich jetzt war, der war super. Ich hätte mich jetzt nur besser auf Bowser Junior konzentrieren sollen, dann hätte ich das auch überlebt. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wie gesagt, dieses New Style Barotique-Zeugs erscheint auch morgen. Und ja, Animal Crossing Wild World ist jetzt in der Wii U Virtual Console für 10 Euro zu haben. Habe ich auch schon gesagt, ich weiß. Nur nochmal zur Erinnerung. Kann man sich ja mal herunterladen. Das Spiel war seinerzeit echt cool. Nee, da kann man nichts sagen. Außer Aua. Geh weg. Okay, okay, okay. Nix okay. Nein. Okay, okay, okay. Wo bin ich? Okay, geschafft. Das freut mich aber. Puh. Okay, ich hab's geschafft. Yeah. Ging schneller als erwartet. Ich dachte jetzt, ja, da braucht der Michi jetzt ewig und so. Und aber nee, wenn man ruhig bleibt und die Nerven bewahrt, dann klappt das auch. Aber eine coole Idee, so ein Level gab es schon mal. Ich weiß nicht, war das auch von dir? Entschuldigung, ich spiele so viele Level. Da weiß ich nicht mehr, ob es von dir oder von Falke war. Aber ich glaube, das war von dir. Das ist jetzt die harte Version. Und ja, auf jeden Fall macht es optisch einiges her. Also ein richtiges Durcheinander und es war auch schwer, dem ganzen Mist hier auszuweichen. Sehr cooles Level. Spielt das ruhig auch, Leute. So. So, jetzt könnten wir eigentlich schon das Mischi-Quiz machen. Aber mir wurde in den Kommentaren noch ein Level empfohlen bzw. gesendet. Und das spielen wir jetzt mal. Wir gehen auf Suchen und dann gebe ich sogleich die ID ein. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Und zwar hat mir Tom Lelek von YouTube dieses Level hier per Code zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Big Family Castle. Ebenfalls Tom hier auf der Wii U. Zwei Leute haben es geschafft. Oh, es scheint schon ziemlich schwer zu sein. Hier unten seht ihr die ID. Also spielt das am besten jetzt mal vor mir. Bevor ich dieses Level zocke, dann können wir mal schauen, wer besser damit zurechtkommt. Okay, da kommt einiges auf mich bzw. auf uns zu. Und das lassen wir uns nicht entgehen. Ich bin gespannt. Okay, Großfamilie. Oh oh, jetzt habe ich Angst hier. So. Hier scheint schon ziemlich zur Sache zu gehen. Der Wachhund der Großfamilie hat mich schon gepackt. Ja. Mit dem ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Okay, eine Achterbahn. Okay, dann können wir wenigstens schon den Ford der Familie ein bisschen austesten. Und ich hoffe, wir fahren ihn auch gleich zu Schrott, denn ich hasse Achterbahn. So, nee, wir... Okay, warte mal, für was war jetzt diese Plattform da unten? Ich dachte, es gibt noch einen alternativen Weg. Aber nee. Da ist einfach nur eine Hilfe, falls man runterfliegt, denke ich mal. Ziemlich nett.
so, boah, der Garten hier, der ist ja schon mal. Oh, okay, das ist ein Reflex. Ich springe einfach, weil ich Angst, ich bekomme die Panik auf so Achterbahn. So, das macht aber nichts. Denn wir haben ja unendlich Versuche. Das heißt aber nicht, dass ich es liebe, in Kreissägen reinzuspringen. Okay. Oh, ein Power-Up, das ist aber nett. Okay, da wartet schon unser Junior auf uns. Aber ist das schon der Finalraum? Hoppla. Nee, ich glaube, da kommt bestimmt noch ein Bowser. Ein großer Bowser. Auf uns zu. Dam, 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 dam. Kacke. Ja, ich weiß gar nicht, wo diese Großfamilie wohnt. Irgendwo in einem heißen Land. Ägypten, nee, nicht mal da ist es so heiß, dass Lava da ist. Naja, ist ja nicht unser Problem, wenn sich Mario seinen Allerwertesten verbrennt. Nur indirekt natürlich. So, ich mach's jetzt einfach mal ganz, ganz cool und spiel mal den harten. Okay, es hat geklappt. Wie auch immer. Oh, was geht hier ab? Okay, die Großfamilie ist anscheinend in der Hundezuchtbranche tätig. Oh, Swimmingpool haben sie auch. Okay. Leider haben sie da. Sie sind sehr tierfreudig und sie haben ein Mittel gefunden, mit dem sie Tote wieder zum Leben erwecken können. Oder es ist einfach eine Zombie. Ja. Zombiehafte Erscheinung, die wir hier treffen. Und so ein Engelblooper ist auch schon unterwegs. Da kommt ja sofort mein Mitgefühl hoch. So Geister. Geister gibt's auch. Leider haben sie mich zum Fressen bzw. zum Berühren gern. Oh! Boah, diese blöden Blooper. Nein, das war so klar. Naja. Mal schauen, ob wir jetzt wieder so viel Glück haben bei dieser Passage. Ich glaube ja fast nicht. Jetzt werden wir sterben. Bowser Jr., der Lümmel aus dem Vorgarten, der rechnet ja damit, dass wir Ärger machen. Ja, schnell. Wow. Aber dann doch geschafft. Boah, da kommt er angeflogen. Bisher sehr gut designt, das Level. Muss ich echt sagen. So. Illegale Fischzucht. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wenn die Bullen von dieser ganzen Sache hier erfahren, dann wirst du dich wohl verantworten müssen, Tom. So, das ist jetzt wieder gefährlich hier. Hätte nicht so lange abwarten müssen, bis diese Bloopers hier Zeit haben, hier aufzutauchen. Aber wir bekommen Pilze. Scheiße. Geht weg. Ich hasse euch. Ich hasse mich. Ah, nee, doch nicht. Alter, das schwimmt ja hoch, der Blödmann. Ich muss jetzt irgendwie weglocken. Ich geh rauf, hallo, ihr Fische. Ja, raufschwimmen ist in heutzutage. Geht weg. Geht weg. Nein. Ja, gut. Diese Passage werde auch geschafft. Oh, da vorne gibt es noch eine Wasserpassage, wie es aussieht. Und neu noch ein neues Power-Up. Oh, das ist aber nett. So, jetzt wird es auch schon eisig. Alter. Okay, cool. Okay. Rein, rein. Bevor da noch so ein Riesenkettenwuff hier runter.
Okay, kleine Kettenwuffis mag ich jetzt auch nicht. Ah, da hinten kommt ja schon ein großer. Ach du liebe Güte. So, die hier sind auch im Seniorenclub hier. Haben wir Zeit? Ja, natürlich. Der Blooper da unten. Okay, das ist echt sehr gefährlich. Ich bin klein, Mario. Überall Geister. Hier wieder der arme, blöde Blooper. 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 Ich habe Angst vor dir da oben. Geh weg. Ich hasse dich. War nicht so gemeint. Geh weg. Ich liebe dich, aber nicht so sehr, dass ich dich berühren mag. Ja, es ist kompliziert zwischen uns, okay? Okay, komm, bitte, Power Up. Och nee. Moment. Ach so, da geht's rein! Verdammt, nein! Das wusste ich doch nicht. Oh nee, natürlich kein Checkpoint. Das ist jetzt frustrierend. Frustrierend. Trieren, trieren, scheiße. Ja, da hättest du ruhig einen Checkpoint hinsetzen können. Jetzt ist nämlich wieder ein langer Weg. Und ich weiß ja nicht, welche Tür nach. Vielleicht ist eine Tür nachher eine Falle, die in die Lava führt. Dann ist der Frustfaktor noch ein bisschen höher. Aber nur ein bisschen. Ne, ich schmeiß dann das Gamepad aus dem Fenster. So, machen wir das hier. Naja, ich bin ja voller harter Gangster hier. Oh, die Feuersäule. Denkt auch schon, sie ist sehr feurig heute. Ah ja. Oh, Kacke. Nein, das darf doch nicht sein. Wie gemein. Nein, 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 nein. Okay, das ist die russische Großfamilie vom Mafia-Boss Franceschini Gaddafi. Keine Ahnung, was ich jetzt wieder daherrede. Aber, nee, wenn die ihr Haus hier so gut bewacht haben, dann müssen die ja was zu verbergen haben. Also, das ist ja nicht mehr normal. Ich weiß, dass es eigentlich große Familie heißt, aber mir egal. So. Einbrecherschutz ist das. Aber unseren italienischen Mario. Vielleicht ist ja Mario bei der Mafia und der will hier stehlen kommen. Oh, fire! Oh, it's the kitty! Oh, fire! Aua! Oh, Mamma mia! Let's go! Oh, doggy! Mamma mia! Here is a chain! So, au! Oh! Wahoo! Oh! How funny is that? Let's go! Oh! It's a Bowser! Oh! Come on, it's a doggy! Oh no! Come on! Wah! Oh, what the? Oh, fishies! Oh no! I lost! Go away! Please! Oh, very close! Oh no, 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 no! Oh! Oh! Ow! Mamma mia! Come on! Mushroom! Wahoo! Go and they jump! Oh, oh! Oh no! Wahoo! Oh, wow! It's pretty fast! Wow! Let's go! Oh! Oh! Oh, the junior! Oh, very angry! Oh! Bad dog! Ghost water! Da da da! Da 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 da! Da! Oh, am I safe? Oh, spaghetti fish! Oh no! It's a jellyfish! Bloop! Oh no, no, no!
Angelfish. Oh, 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 Mario is the best. Go away, please. Oh no, oh no, Peach. Oh, I hate you. I hate you, Peach. No, no. Oh, it's an asshole fish. Mamma mia. Oh, mamma mia. Fuck you. Fuck you. Oh no. Oh, let's try it again. Oh. Oh, mamma mia, Luigi is not in the game. Ha ha ha. Oh, bad dog. No, no, no. Fuck. Oh. I hate this. Very dumb. Oh, no. Bad dog. No, no, mamma mia. Come on. Wow, that was really nice. Mario, get you next time. Bowser Jr. No, no. Bad kid. Oh, again, in the water. Ghosts, where is Luigi? I need his Poltergeist. Oh no, bad fish, bone fish. Oh no, I hate you. Go away, Blooper. Go away, please. I hate you, I hate you, I hate you again. No, 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 no. Please, go away, go away. Yes, Mario is the best. Yo, Mushroom, come on, to me, come to Papa. Yes, go away, bitch. No, no, I hate you. Oh, in the pipe, there's another one. Oh, as I said you. Come on, Blooper. Go up, 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 up. Up, not a down. Oh no. Them. Go away. Yes, Mario is the number one. Oh, good. Oh, there's another mushroom. Yahee! Oh no. Oh no. Bad doggy. Oh, what? Jump! Where is the dumb fucking fuck? Oh god. Das war fies. Come on! Oh no! Let's go! Oh, faster! No! I hate you again! Ha ha ha! You're very Oh, bad boy! I hate you! Ich schicke dich in der Kinderheim! Oh, böser Hund! Ich hasse dich! Und ich habe Deutsch gelernt! Oh, bitte geh weg! Nein, bitte verschone mich! Oh! Oh, das war aber jetzt echt knapp. Oh! No! We're not a mushroom! Okay, ich verteidige mal Tom. Zum Zeitpunkt, als das Level rauskam, waren nämlich noch keine Checkpoints in Mario Maker. Deshalb sind da auch noch keine. Ist mir auch erst jetzt eingefallen. Also, alle Kritik liegt bei mir. Ich werde es schaffen müssen. Ohne Checkpoints. Und diese mystische... Dieser mystische Nachklang in meiner Stimme eben, der sollte die ganze Sache interessanter gestalten. Ich hoffe, es hat geklappt. Jetzt könnt ihr aber euch aber mal echt schleichen hier.
Ja, was ist los mit dir? Der ist so aggressiv. So wie so eine Bienenkönigin oder so eine Biene. Wenn man. Oder so Wespe. Wenn man eine andere Wespe tötet, kommt eine andere aggressive Wespe, die dann aggressiv ist und einen selber stechen will. Okay, Leute, ich weiß nicht, was die ganze Sache jetzt mit Wespen zu tun hat. Also bitte. Bitte. Glaubt mir kein Wort. Dam, dam, da. Oh, I hate the Wespen. Oh. Was? Nein, Tilzi! Was haben wir denn noch für Gesprächsthemen? Ja, Xenoblade Chronicles X, das erscheint ja auch echt bald. Ja, darauf können wir uns alle freuen. Boah, ich freue mich so schon drauf. Kann es kaum mehr erwarten. Und das Mario und Luigi Game, das neue, das kommt ja auch ziemlich bald. Ich glaube sogar am gleichen Tag. Das wird ein Fest. Wie schon im Mario Kart 8 Part im letzten gesagt, wo ich... Warte, da oben ist doch was. Da oben ist doch was. Da muss was sein. Oh, ich wusste doch, dass Tom ein Herz hat. Nichts Persönliches. So. Oh, Yoshi! Come on, bro! Why you can't eat the ghost? Mamma mia! Komm, Bro! Okay, das macht die ganze Sache natürlich erträglicher. Der jausnet einfach die ganzen Fischis hier weg. Und ich hoffe, ja, Bloopers müsste der auch fressen können. Und dann ist die ganze Gefahr gebannt, natürlich nur, wenn Yoshi da bleibt. Yoshi! Hey! Was soll der Scheiß? Okay, noch ist ja nichts passiert. Gut, 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 gut. Okay, da oben müsste aber auch was sein. Können wir mal nachschauen. Oh, das ist sogar cool. Jetzt töten wir einfach mal das ganze Gesindel hier. Oh, scheiße, das geht ja nicht, wenn ich auf Yoshi bin. Scheiße. Aber gut. Ich schaue jetzt einfach mal, dass ich Yoshi behalten kann. Okay, das heißt, wenn man sucht, dann wird man belohnt. Wie schon oft gesagt, das liebe ich. So, Feuerblume haben wir jetzt. Mit Yoshi ist diese Passage doch noch viel einfacher. Super. So. Und... noch mehr Wasser! So, jetzt bin ich aber gute Dinge, dass wir zumindest mal weiterkommen als vorher. Jetzt, da wir groß sind, ist diese Passage natürlich ein bisschen schwieriger, da wir fetter sind, also größer. Ah, Yoshi, der kann... Ach, der kann eh laufen drauf, okay. Dann ist die ganze Sache ja anders. Ja, das wollte ich, denn wir sind dann kurz unverwundbar und das nutzen wir einfach aus. Zack. Ja, genau. So, jetzt aber. Welche Tür nehmen wir? Ich glaube, die kurz vor... Genau die. Wir umgehen da... Hallo, was ist das für Scheiße? Yoshi! Yoshi! Mein Schatz! Okay, okay, okay. So muss das gehen. Und wir haben das Level geschafft. Und zwar mit Yoshi! Ich glaube... Ich will gar nicht wissen, wo mich der anderen Wege hingeführt hätten. Einer zum Power-Up.
Und die andere Tür weiß ich nicht. Vielleicht hätte die eine Tür mich auch in die andere geführt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hast du ein sehr cooles Level erstellt. Das muss man echt sagen. Ziemlich fordernd auch. Und ja, optisch hat es auch einiges hergemacht. Sehr abwechslungsreich und schönes Level. Mehr bleibt mir nichts zu sagen. Spielt es am besten auch. So. Stern hat es natürlich verdient. Und ein Follow hat es auch verdient. Sehr eindrucksvoll. So. Hat auch schon einiges erstellt. Echt. Unkrautkarte. Lol. Ja, also, lieber Tom, wenn du willst, dass ich auch das ein oder andere Level von dir spiele, sag mir einfach, welches ich spielen soll oder wie du es gern hättest und ja, dann lässt sich das bestimmt einrichten. War auf jeden Fall ein sehr cooles Level. Bei euch Leuten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und ihr habt ja jetzt wieder zwei Level zum Ausprobieren. Einmal vom Alles-Spieler und einmal vom Tom hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wie schon gesagt, ihr solltet natürlich mein Quiz ausprobieren, das der Marcel lieberweise erstellt hat. Hier nochmal die ID. Und dann spielen wir es auch demnächst und ich bin schon gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns dann in einem kommenden Video, wenn ihr denn Lust drauf habt. Na toll. Luft braucht ihr natürlich auch, um zu überleben. Und wenn ihr überlebt habt, könnt ihr ja diese Level hier spielen. Okay? Gut, wir verstehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Leute.